So, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Anno 1602. Wir haben ja in der letzten Aufnahmesitzung die Piratenplage beendet und würden uns nun der neuen Mission der Eindringling widmen, die scheinbar noch nicht die letzte Mission ist. So, kaum habt ihr euch der Freibeuter entledigt, bedarf die weitere Ausdehnung der Länder in der neuen Welt eurer vortrefflichen Regentschaft. In einer bereits stark besiedelten Inselwelt wollt ihr kein Zaungast sein und setzt euch zum Ziel, auf einer Insel eine Stadt mit 1500 Einwohnern zu errichten. Sobald eure Stadt heranwächst, wird euch dies geneidet. Seid hiermit gewarnt, Durchlaucht. So, wir sind blau wie immer und das hier scheint unsere Insel in der Mitte zu sein. Dann würde ich doch mal dahin fahren, oder? Hier diese Bucht. Alle anderen. Okay. Wunderbar. So, ne? Gut, dann fangen wir einfach mal ganz normal an. Halt wie üblich. Boah, der Ton ist gerade ein bisschen laut. Ich muss mal runterdrehen. So. Wie üblich einfach. Und dann schauen wir mal. Gut. So, dann würde ich da hinten doch mal sagen, hier. Zack. Forsthaus und Zack, Forsthaus. Genau, dann können wir da noch Bäume hinbauen. Pam. Und dann würde ich hier mal kurz einen. Also ihr seht schon, ich mache hier gerade ein bisschen. Ich baue gerade ein bisschen anders, als ich sonst so baue. Also 1, 2, 3, 4. Dann kann der hier rüber. Pam und Pam. Dann kann der hier 1, 2, 3. So, das müsste ja passen. Ich glaube, hier habe ich aber noch einen übersehen. Genau. So, und der hier, ja genau, der geht nämlich so rum und der andere, ja, aber das passt schon. So, holen wir uns jetzt quasi Holz und dann bin ich gerade am Überlegen, womit ich denn jetzt anfange. Ich muss doch jetzt erstmal Fischer bauen, ne? Fischer, 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 Fischer und Fischer. So, und dann würde ich. Ja, das ist jetzt nicht ganz so dralle, was ich da getrieben habe. Aber so ist es jetzt halt mal. So, also da hätten wir die Geschichte. Lebensmittel hätten wir an dem Punkt schon. Und dann würde ich mal hier anfangen mit einer. So, wo fangen wir denn an? Ich würde. Also ganz dramatisch ist ja nicht. Dann würde ich mal hier anfangen. Würde mal hier mal die Bäume weghauen. So, dann bräuchte man daneben ja einen Marktplatz, ne? So ungefähr war das doch. Ich würde ihn gerne so hin. Ja, ich will ihn halt nicht zu wenig abdecken. So hätte gut geklungen, aber. Ah, okay, wir haben noch.
Das ist gut. Zack. Dann würde ich dich. Was fehlt mir jetzt? Ah, Holz, okay. Holz haben wir jetzt aber keines mehr. So, dann können wir dich mal abbauen und dann können wir zu dir hier sagen, ihr kommt auch mal darüber. So. Also Spesen nix gewesen derzeit. Okay, die Fischerhütte scheint nicht so ergiebig zu sein. Probieren wir dich mal und sagen zu dir hier weg. So. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt halt mal ein bisschen drauf warten, dass wir halt Holz bekommen. 93, 86. Klingt alles gut, soweit erstmal. Wir können eigentlich die Gelegenheit gerade mal nutzen, um hier noch ein paar Inseln zu erkunden. So, hier hätten wir Zuckerrohr immer noch. Aber das wäre so eine reine Zuckerrohrplantagenfirma. Könnten wir uns quasi neuen Zuckerrohr holen. Wie gesagt, da für diese Karte reicht es ja eigentlich bis Kaufleute, das ist ja eigentlich mein Steckenpferd. Tabak und Zuckerrohr, also hier ist überall Zuckerrohr. Apropos, wo war denn das? Warte mal, hier. So, Friedensvertrag. Zack, zack, zack. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann, was gibt's hier? Ah, gut, hier gibt's Weintrauben. Aber im Prinzip gibt's nichts viel anderes. Nicht viel anderes als. Das heißt, ich komme eigentlich nicht über Bürger hinaus, oder? Weil ich ja. Oh, da fällt mir gerade auf. Ich muss mal kurz hier rüber. Weil ich. Ich muss mal kurz in OBS eine Kleinigkeit einstellen. Eigenschaften? So, ich habe offenbar den falschen Audiokanal aufgenommen. Deswegen hattet ihr bisher keinen Ton. Was für ein Hohn. Zack. Ah, sie hattet bisher keinen Ton in. So, dann würde ich mal hier sagen. Bam. So, dann machen wir hier mal. 1, 2, 3, 4, 5. So. Gut. Und dann würden wir hier mal ein paar Hütten hinpflanzen. Eins, zwei. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Fünf. Okay. Die Steuern würden erhöht werden. Und sie bräuchten Stoffe, das heißt, wir bräuchten Schafsfarmen. Das heißt, da sollte ich vielleicht mal hier unten
Dafür würde ich hier vielleicht mal ein bisschen Holz abfällen. Wobei eigentlich mehr da oben, oder? Wolltest du nicht dahin fahren? Oh Gott, Piraten gibt's auch schon. So. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Also bei mir gibt's einfach nur... Es gibt Erz auf dieser Insel. Ja, ja. Erz gibt's genug, aber es gibt einfach nur immer nur Alkohol noch für mich. Ich meine, ich könnte die anderen jetzt auch noch angucken, aber das brauche ich eigentlich nicht. Dafür reicht es ja eigentlich. So. Dann würden wir dich mal nehmen. Ha. Eins. Zwei. So, dann bräuchten wir hier Handwerksbetrieb, eine Weberei. Eieiei. So, da würde ich gerne mal schauen, war der Weg war hier, genau. Zack. Genau. So, dann können wir da eigentlich einen Handwerksbetrieb dagegenüber hinsetzen. Wir können mal schauen, ob mein Schiff schon da ist. Mein Schiff ist schon da. Dum, 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 dum. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay, also für mich gibt es offenbar nur noch Tabak und Alkohol. Arg viel mehr gibt's für mich auf dieser Insel offenbar nicht. So. Ja. Können dich eigentlich abholzen und einen Wetter nach oben schieben? Dann wäre deine Abdeckung ein bisschen größer. Hier können wir noch einen Baum hinpflanzen. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. So, das mache ich mal kurz. Und dann würde ich da noch einen Baum hinsetzen. Zack, zack. Und dann würde ich hier sagen, Holz Felleritis. So. Gut. Okay. Dann bräuchten wir ja immer noch die Hütte. So. So, gut. Wie schaut's mit Lebensmitteln aus? Es passt noch. Ihr passt auch noch, da kann ich noch ein paar Hütten hinsetzen. Kann ich nicht, weil ich kein Werkzeug mehr habe. So, meine Steuererträge sind super minimal. Dann würde ich hier gern mal wieder ein bisschen meine Infrastruktur ausbauen. Also euch würde ich so machen und... So, das waren 1, 2, 3, 4. Wobei ich da 3x3 machen könnte. So, dann geht es hier auch weiter. Und da auch. Und hier oben sowieso. Weil ich da hinten erstmal noch nicht hinbauen wollen würde.
Gut, wir bräuchten dann irgendwo noch ein Wirtshaus, aber wahrscheinlich jetzt noch nicht, ne? Ne, jetzt sind wir erstmal glücklich. So, und bisher ist noch alles im Lot. Abgesehen davon, dass ich natürlich viel zu viel Geld zum Fenster rauswerfe. Aber dafür brauche ich halt neue Hütten. So, das machen wir jetzt eigentlich auch mal. Zack. So, wie gesagt, so mache ich das ja eigentlich, wenn ich mich von unten nach oben arbeiten muss. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Allerdings mag ich das eigentlich mehr mit größeren Schildern, Feldern, wie sagt man das? Inseln, genau, mit größeren Inseln. So, gerade bin ich ein bisschen geistig neben der Spur. So. Vielleicht müsste ich auch nochmal eine... Ja, der Marktplatz war ein bisschen suboptimal platziert, weil er halt Dinge abdeckt, die wir eigentlich schon haben und andere Dinge nicht erschließt, die wir nicht abgedeckt hätten. Ach ja. Aber ich meine, das müssen wir dann später ja eh auflösen, weil dann irgendwo noch ein Marktdings hin muss und so weiter. Wir könnten ja mal theoretisch gucken, wo könnte man dich hier hinsetzen. Wahrscheinlich so rum. So wäre fast besser, oder? Oder lieber... So. Weil ich da dann einen Weg lassen wollen würde, damit die Leute dran vorbeikommen, ja. Stehe ich wieder mitten im Feld, aber das wäre okay. Ja, so wäre der Marktplatz besser, glaube ich. So, dann können wir mal schauen. Gehen wir mal auf Einkaufstour. Können wir mal gucken, was ihr jeweils habt. Also, gehen wir erstmal gucken, was ihr jeweils habt. Nee. 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 Das ist für später interessant, dass man da sich seinen Kakao holen kann. Auch nicht. Habt ihr nicht irgendwo Holz und Werkzeuge? So, da haben wir jetzt mal eine Nachfrage. Da haben wir Angebot Lebensmittel. Da haben wir Angebot Gewürze. Piraten greifen euer Schiff an! So, also als erstes müssen wir jetzt erstmal nicht irgendwie in der Gegend rumfahren. Boah, das Schiff, das ist ratzifatzi kaputzki. So, ja, hey, cool, wir haben ja wieder ein paar Hütchen. Kann man ja mal wieder ein bisschen wachsen. So, das lasse ich da mal. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Bei euch könnte man theoretisch die Steuern erhöhen. Musik.